Okay, wir machen heute mal eine kleine Kaufberatung für was Untypisches, für etwas eher Untypisches, aber nichtsdestotrotz total Ikonisches, nämlich die Vespa PX. Die PX ist gebaut worden von 1982 bis 2013, 14, irgendwas mit kurzen Unterbrechungen. Es gibt Lizenzbauten aus Spanien, aus Indien. Es geht aber um die normale PX. Die sind alle im Wesentlichen gleich. Die haben Zweitaktmotoren von eigentlich 125, in Deutschland auch 80 Kubik und bis zu 200 Kubik. In Deutschland hatten die 10 PS, in Italien haben die normalerweise 12 PS. Die 12 PS ermöglichen eine Autobahngeschwindigkeit, also sagen wir so, ermöglichen eine Höchstgeschwindigkeit von 105 ungefähr. Und das heißt, so 90 kann man damit wechselnd auf der Autobahn fahren. Das hier ist eine PX 150, die hat weniger PS, 9 PS und läuft so 95. Das Problem ist, weil die nicht wirklich vollgasfest sind. Die Geschwindigkeit, die man auf der Autobahn dann tatsächlich noch fahren kann, ist relativ gering. Also das sollte man überlegen, ob man sich das nicht schenkt. So eine Zubringerstraße, eine schnelle, ist überhaupt kein Problem. Aber nach 50 Kilometer Autobahn ist die einfach zu heiß geworden und zu nah an den Grenzen der tatsächlichen zulässigen Belastbarkeit gefahren. Das ist ein spätes Modell. Die hat vorne eine Scheibenbremse. Was total super ist, weil die frühen, die mit der vorderen Trommelbremse bremsen nicht. Die vordere Trommelbremse bremst nicht. Da kann Ihnen jeder erzählen, was er will. Er hätte dies und jenes getan. Ja, das tut's mal für eine Woche oder zwei, solange der Belag noch frisch aufgeraut ist. Im Alltagsbetrieb bremst die vordere Bremse so gut wie nicht. Da kann man also richtig reinlangen und es passiert da gar nichts. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die hintere Bremse, die sich hier befindet, gut funktioniert. Die wird mit einem fantastisch dicken Seilzug hier durch den Rahmen an die hintere Bremse bedient. Gucken, dass die Züge nicht ausgefasert sind. Und jetzt wird es spannend. Bei der Vespa, der Scanio, der die Vespa für Piaggio konstruiert hat, der war renommierter Hubschrauber-Konstrukteur und hatte mit Motorrädern überhaupt nichts am Hut und hatte auch keinen Bock auf Motorräder. Aber es gab ein paar Sachen, die ihn total störten. Das waren nämlich A, dass man dreckig wird und B, dass überall Züge und Kabel und Geschiss rumhing. Also baute er natürlich ein Fahrzeug, wo überhaupt nichts rumhängt, bis heute nicht. Also, es sind alle Züge sind im Inneren verlegt. Und das heißt im Extremfall, dass hier der Gaszug, die Bremsleitung, die gesamte Verkabelung, die Schaltzüge, was zwei Züge sind, und die Kupplung, alle durch den Lenker geführt, hier an, das ist ein Gussteil, durch dieses Gussteil in die Karosserie geführt wird. Wenn da ein Zug wechseln muss, das ist eine Arbeit für jemanden, der Vater Mutter erschlagen hat. Also achtet darauf, dass die Züge alle in Ordnung sind und nicht ausgefranst. Man kann die Hüllen kann man oft drin lassen und nur die Seelen tauschen. Das hilft. Habe ich jetzt hier bei der auch gemacht. Also ich habe den Kupplungszug habe ich neu gemacht und den hinteren Bremszug habe ich neu gemacht. Den kann man einfach ein bisschen einfetten, oben durchschieben. Wir haben einen Film zum Thema Baudenzüge, den verlinke ich. Die Vespa hat eine Stahlblechkarosserie. Das sorgt dafür, dass sie im Gegensatz zu anderen Motorrädern, also erstmal das Ding ist gut zu fahren, selbst wenn es ein bisschen komisch ist, dass der Motor hinten auf einer Seite ist. Das sorgt in Extremlagen für ganz eigentümliche Hallos, aber wirklich. So. Das nächste ist, die Schräglagenfreiheit ist aufgrund des Ständers nur so mittel. Also wer einen heißen Reifen fährt, der muss sich bei so einer PX ein bisschen zurücknehmen. Das Ding ist ganz lackiert, ist Stahlblech. Die Roller rosten. Also es gibt verschiedene Bereiche, die rosten. Also wenn man, je länger man das Fahrzeug der Umwelt aussetzt, desto mehr rostet. Aber schon bei ganz normalen Alltagsfahrzeugen rostet die Naht, es rostet hier vorne, es rostet hier drin. Oftmals ist hier in diesem Bereich eine Beule oder ein Knick.
Das kommt dann, wenn die Jugendlichen hier drauf sitzen, auf dem Ständer ausgeklappt und hier rumwackeln. Dann drückt die Ständerhalterung durch das dünne Blech hier eine Beule rein. Und auf der anderen Seite auch. Sieht scheiße aus. Haben sich auf der anderen Seite halbwegs weggekriegt, aber hier nicht. Die Backen, wenn das Ding auf der Seite, wenn es nur liegt, ist die Backe natürlich sofort kaputt. Die platzt dann in diesem Bereich. Normalerweise platzt dann da der Lack auf. Das Fahrzeug ist sehr komplex konstruiert. Heißt so Sachen wie, ich nehme mal eben zum Lackieren den Kickstarter runter, ist klassischer Fall von Denkste, weil, wie es sich gehört in der Konstruktion, ist die Schraube von oben reingesteckt und von unten mit der Mutter gesichert. Aber die Schraube geht natürlich nicht nach oben raus. Aber sowas von gar nicht. Da muss das Lüfterrad abgemacht werden. Das ist richtig viel Arbeit. Ich lasse den Motor jetzt mal in der Kaufberatung weg. Und zwar, der Motor muss laufen, der Motor darf nicht dieseln oder darf nicht klingeln. Der Motor muss sauber hochdrehen. Ein kleines Kriterium ist, eine Vespa ist nach dem zweiten, dritten Kick ist die da. Wenn sie nicht da ist, ist irgendwas nicht in Ordnung. Auch so Kleinigkeiten wie Vergaser einstellen oder mal eine Düse wechseln, ist eine Wahnsinnsarbeit, weil es halt alles sehr komplex eingebaut ist. Ich zeige gleich nochmal den Motor, wenn ich die Backe runtergemacht habe. Sonst, Start ist ganz einfach. Choke raus, Zündung an. Also hier unten ist das Schauglas. Bei den Getrennt-Schmierungsmodellen kann man hier an dem Schauglas erkennen, ob Zweitaktöl genug drin ist. Wenn ohne Zweitaktöl gefahren wird, ist der Motor sofort kaputt. Also Zweitakter halt. Darauf achten, dass das Handschuhfach funktioniert und nicht vergammelt ist. Das ist sehr groß, da kriegt man also wirklich fast Reisegepäck rein. Natürlich kein Helm, aber es ist, ohne dass es während der Fahrt stört, es ist die perfekte, wirklich der perfekte Kofferraum für so einen Roller. Unter der Sitzbank befindet sich nichts. Unter der Sitzbank ist hier nur der Benzintank und der Öltank. Und die Zugänge zu den Backen, die kann man dann so abmachen. Wenn die vorne aushängen, dann ist sie hier oben einmal eingehängt und dann kann man sie so hinten so abnehmen. Hier ist der Motor, hier ist das Zündmodul. Übrigens witzigerweise ist das Zündmodul von Ducati. Vergaser, darauf achten, dass der Luftfilter original ist. Sehr oft werden die Dinger frisiert, weil die Fahrleistungen nur mäßig sind. Das geht dann meistens mit nur mit nicht hundertprozentiger Einstellung der Gemischsituation anheim. Das heißt, oft fahren die dann zu fett oder zu mager, was beides für die Dinger nicht gut ist. Also da muss man, Zweitakter ist super zuverlässig, wenn die Einstellung perfekt stimmt. Und die Einstellung ist viel Arbeit und genau deswegen wird sie halt bei vielen getunten Fahrzeugen weggelassen. Der Tank rostet gerne. Muss man reingucken, ob da Rost drin ist. Ich würde sowieso immer einen Benzinfilter empfehlen. Haben wir jetzt hier drin. Die hat ja wenig gelaufen, die hat ja irgendwie 15 auf der Uhr oder 16. Das ist jetzt nicht viel. So eine PX gibt durchaus in Italien PX, die haben über 100.000 gelaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Also das ist halt ein vollkommen normales Alltagsfahrzeug. Kult ist das nur bei uns. Hier hinten wieder einsetzen. Hier zumachen. Jetzt hat's gepackt. Jetzt kommt das Ding hier unten rein. Wenn Sie jetzt... Kann man sie so ranziehen. Fertig. Wenn man sich ein bisschen einarbeitet, kann man Arbeiten am Motor selber machen. Zylinder kann man immer selber wechseln, das ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist vernünftiges Zweitaktöl. Entsprechend also in den Öltank einfüllen und immer noch so ein extra Schlöckchen in das Benzin, damit der lieber ein bisschen
Fett beim Öl läuft als zu mager. Ein ganz großes Manko ist das Lenkkopflager. Befindet sich hier oben drin und geht runter. Das untere Lenkkopflager ist hier. Die Kaskade kann man abschrauben, aber sonst kommt man an die kommt man an das Lenkkopflager selbst nicht ran. Das untere Lenkkopflager, dafür muss die Lenksäule im Ganzen nach unten rausgezogen werden. Dann kann man den Lagersitz unten rausprügeln mit einer ganz langen Stange, Sonderwerkzeug. Oben ist auch ein Lenkkopflager drin. Das ist, wenn das Lenkkopflager kaputt ist, was man ja relativ leicht merkt, wenn man das Ding einfach bewegt und man spürt hier in der Mitte eine ganz leichte Rastung. Schon die leichteste Rastung reicht, dass das Ding beim TÜV nicht durchkommt. So, und ich würde immer erstmal, aber auch dafür braucht man Spezialwerkzeug, oben das Lenkkopflager wechseln, und zwar gegen ein gutes. Es gibt zwei Arten Ersatzteile. Es gibt billige Ersatzteile aus Indien und es gibt bessere Ersatzteile, original von Piaggio. Würde ich in jedem Falle investieren. Was auch häufig vorkommt, ist, dass hier die Enden, die in so einem Gussteil hier sitzen, ausgeschlagen sind. Hier ist jetzt ein bisschen Spiel drin, aber das ist nicht viel. Aber es gibt das dann auch, dass die so richtig 2 Zentimeter rauf und runter Spiel haben, was beim Fahren total blöd ist. Da gibt es Büchsen für, aber die sind unter aller Kanone. Ich würde von so einer Fühlerlehre würde ich ein passendes Messblatt über die ganze Umdrehung einlegen und dann sitzt das bombenfest. Zum Thema Reifen auch darauf achten, die originalen Reifen sind von Pirelli und von Michelin. Es gibt sehr gute Reifen von Heidenau, die fahren gut und lange und fahren Kurven und fahren auch im Nassen. Es gibt thailändische Reifen, die sind okay. Und es gibt chinesische, das sind ganz furchtbare Holzseife-Wegglitsch-Dinger. Dann sofort einkalkulieren, neu kaufen zu müssen. Und das Ding hat 3 Reifen. Neben dem Vorder- und dem Hinterreifen hat die Vespa nämlich ein Reserverad. Hier auf die richtigen Schriftzüge achten, die sind meistens falsch oder kaputt. Diese hier ist nachlackiert, was heißt, dass die Lackqualität sehr gut ist. Original sind die vergleichsweise dünn lackiert. Aber die meisten werden nachlackiert worden sein, weil die Dinger ja auch jetzt alle 40, 50 Jahre alt sind, also 40 Jahre mindestens. Also nein, die ältesten sind 40 Jahre alt. Korrigier das. Wichtig ist eine vernünftige Lackpflege und regelmäßiges Konservieren mit Hohlraumversiegelung. Ich verlinke die Hohlraumversiegelung und die Lackpflege genauso wie den Film über die Baudenzüge in der Filmbeschreibung. Bei den Vespas, ich würde immer eine möglichst originale kaufen. Wenn man dann der Ansicht ist, man müsste sie frisieren, dann kann man das ja immer noch tun. Das sind natürlich ganz beliebte Frisieropfer, aber die meisten machen das halt nur halb und dann leidet darunter die Zuverlässigkeit. Sonst sind die Dinger super zuverlässig, die haben gutes Licht, die Scheibenbremsen arbeiten gut, die Motoren arbeiten gut. Wenn das Fahrzeug gut gepflegt ist, dann ist die Schaltung und das Gangeinlegen geht butterweich. Also wie jetzt hier, die Kupplung geht butterweich, der Gangwechsel geht butterweich. Bei alten, vergammelten Fahrzeugen ist das nicht der Fall. Da fährt man 10 Kilometer und hat 5, 6, 7 Mal hin und her geschaltet und bekommt einen riesen Tennisarm. Also darauf achten. Auch hier gilt, das bessere Motorrad ist der bessere Kauf. Also es sei denn, man ist wirklich Schrauber mit endloser Geduld, dann würde ich sagen, kauft euch irgendeinen Haufen und macht den wieder parat. Aber meist kostet die Lackierung von so einem Roller mehr, als ihr bezahlen würdet, wenn ihr einen direkten schönen Roller kauft. Gut. Wir freuen uns über Ihr Like, wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss.